Moin, der Baby hier. Willkommen zurück. Heute schauen wir uns mal die Cooper Karabiner an, mit einer der beliebtesten Fernkampfwaffen und wie man die aktuell am besten spielt. Das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Fangen wir als erstes mit der Mündung an. Hier nehmen wir den MX-Schalldämpfer mit für die Rückstoßkontrolle und für die effektive Reichweite. Man kann auch den Rückstoßbooster spielen. Hiermit seid ihr dann aber auf der Minimap sichtbar und einen etwas erhöhteren Rückstoß. Also das kann man sich aussuchen, wenn man damit klarkommt. Habt ihr auf jeden Fall eine bessere Time to Kill hiermit. Ansonsten den MX-Schalldämpfer. Als nächstes Lauf. Hier spielen wir den 22 Zoll Cooper Eigen, damit wir die Waffe besser kontrollieren können für die erhöhte Schussrate und auch für die effektive Reichweite. Unterlauf. Hier nehmen wir den M1941 Handstopper mit für die Rückstoßkontrolle und für die Präzision. Als nächstes haben wir das Magazin. Hier spielen wir das 9mm 60 Schuss Trommelmagazin für die Rückstoßkontrolle, für die erhöhte Schussrate und damit wir nochmal schneller ans Visier reinkommen. Munitionstyp. Hier nehmen wir verlängert mit für die Kugelschnelligkeit. Als nächstes haben wir jetzt den Griff. Hier spielen wir den Polymergriff für die Rückstoßkontrolle und für die Präzision bei Dauerfeuer, was ziemlich gut ist. Als nächstes haben wir jetzt noch die beiden Extras. Beim Extra 1 nehmen wir fester Griff mit, damit wir auch nochmal Präzision und Rückstoßkontrolle bekommen bei Dauerfeuer. Das gibt uns ein bisschen bessere Rückstoßkontrolle und Präzision als sorgfältiges Zielen, weshalb wir fester Griff mitnehmen. Und beim Extra 2 nehmen wir Parat mit für die ZV-Geschwindigkeit und Ausrüstungsgewandtheit. Man kann auch Vollgeladen mitnehmen für die Startmunition, also das kann man sich aussuchen. Als nächstes haben wir jetzt noch den Schaft. Hier spielen wir den Cooper 45W, auch für die Präzision und Rückstoßkontrolle bei Dauerfeuer, wodurch wir die Waffe auch nochmal ruhiger bekommen. Und zu guter Letzt natürlich noch ein Fernkampfvisier. Hier könnt ihr das G16 2,5-fach spielen oder irgendein anderes beliebiges Fernkampfvisier, zum Beispiel das SVT 3-6-fach, das ist auch ziemlich gut, also das kann man sich aussuchen. Ja, und so schaut dann jetzt unsere Cooper Karabiner Fernkampfklasse aus, die nach wie vor immer noch ziemlich cool ist. Probiert das Setup auf jeden Fall mal so aus und schreibt mir mal gerne in die Kommentare rein, wie ihr das findet. Für den Nahkampf habe ich die OGR gespielt, hier könnt ihr auch einmal die Aufsätze dafür sehen, falls ihr die auch so spielen möchtet. Eine sehr mobile Waffe auf jeden Fall. Ja, das ist dann jetzt erstmal soweit. Falls ihr nur irgendwelche Fragen habt zu der Cooper oder zu irgendwelchen Aufsätzen, immer her damit. Jetzt im Anschluss könnt ihr noch ein bisschen Gameplay davon sehen. Schaut euch das gerne noch an. Wenn ich euch mit dem Video auch weiterhelfen konnte und euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tüdelü.